Sehr gut. Jetzt ab über den Baum. Okay, über den Baum komme ich nicht. Und warum nicht? Okay, Baum gefällt, aber wir kommen jetzt hier nicht weiter. Wieder ein Bug oder was? Dann will er uns vielleicht nicht mehr kriegen. Oder so. Oha, alles bröckelt. Der Zähne lässt sich zusammenstürzen. Und große Güte, nein. Was macht er? Wie ihm in die Finger. Du kannst dich nicht verstehen. Schon das Griff schließt sich so fest. Endlich gibt Ach, verdammt. Den Rest. Gehen wir hier. Verdammt. Am Ende gewinne ich immer. Das sind noch rote Seile, vielleicht können wir da. Ich dachte, da könnten wir was. Können wir nicht. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Tonner. Hallo hier. Spürst du Tondas vollen Zorn? Hier bin ich. Okay, noch einmal nach unten. Gleich zerquetscht er dich wie eine Mauer. Hier nochmal nach oben. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich! Verdammt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Wag es Ein nicht, Faden. Warum? Wag es nicht! Ah! Nein! Du sitzt in der Falle. Okay, wie kommen wir darüber? Und dass ich die nächsten... Jetzt. Oder auch nicht. Passiert ist, was passieren musste. Aber wie kommen wir dann sonst darüber? Du kannst dich nicht verstecken. Passiert ist, was passieren musste. Doch, ich würde sagen, wenn er ganz oben ist. Ich würde dazu sagen, ich renne darüber.
kannst dich nicht verstecken. Okay, das bringt nichts. Das ist zu schnell unten. Tonda lechzt nach Rache. Vielleicht spürst du Tondas vollen Zorn. Hm. Vielleicht zerquetscht er dich wie eine Mahl. Aber wie, wenn wir den nicht darüber bringen können? Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich! Ah, ein Zielstein. Was rot und schlecht für die Zähne? Richtig. Ein Ziegelstein. Das scheint nichts zu bringen. Für oben vielleicht. Hm. Das war nicht sehr effektiv. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Jetzt können wir vielleicht runter. Du sitzt in der Falle. Nein. Müssen wir ihn von hinten treffen oder was? Wie zum Henker kommen wir dann rüber? Ist noch ein Stein. Tondas Griff schwingt so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Ja, komm her. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Nein, wie zum Henker. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du bist in der Falle. Verstehe. Toll, du hast es auf die andere Seite geschafft. Doch überall blüht dir der Tod. Scheinbar komplett blind. Keiner stellt sich gegen Gott! Sind wir hier auf der Seite? Komm her! Komm her! Ja, komm her! Zerschlagen wirst du! Zermalmt! Mistin! Tonda lechzt nach Rache! Wäre! Zum Teufel mit dir! Hallo, hier oben! Bin hier. Stirb endlich! Und wie können wir ihn jetzt? Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Gleich zerquetscht er dich wie eine Mahl. Und nun? An seinen Faden oder was? Ah ja, den Faden abschneiden. Hier. Runter! Runter! Aufhören! Aufhören! Schmidt. Nein! Und sein Faden ist zerschnitten. Das kann nicht sein! Nein! Tonda ist frei.
Errungenschaft freischaltet. Episode 4, Triumph. Eine müssen wir noch haben. Akt 5, Heimkehr. Finale Episode. Haben wir es heute durchgespielt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, ich brauche länger. Zu Hause. Und wohnen wir hier? Ist das unsere Stadt? Finden wir es heraus. Oh, der Zirkus. Zirkusmeister. Der Bär. Es will so recht nichts werden. Abby ist doch da viel zu klein für. Viel zu schwach. Wir müssen da irgendwas drunter klemmen können oder so. So wird das doch nichts. Wir befreien den Zirkusdirektor, der auch nur eine, letztendlich auch nur eine Marionette war. Des Erzählers. Sehr schön. Bittet um Vergebung. Das wollen wir ihm gewähren. Na komm, gemeinsam. Warte, ich habe da eine Idee. Kisten aufstellen. Okay, dahinter können wir nicht.